Nur einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder einer neuen Folge Was the Tips mit Max. Heute möchte ich über etwas Simpleres sprechen, und zwar keine Ingame-Mechanics, sondern eher Einstellungen, sprich Color-Settings, und wollte euch da gerne mal mit ins Boot holen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr das Spiel von dem hier in das hier verwandeln könnt. Es ist nämlich so, dass das Spiel von Haus aus sehr trist und matt ist und dunkle Stellen sehr dunkel, oder ja, leicht belichtete Stellen sind eben sehr dunkel, schattige Stellen sind sehr dunkel, und für den Otto-Normalverbraucher bzw. mit den Standardeinstellungen von Warzone ist es halt eben nicht möglich, die Gegner so gut und schön sehen zu können, wie man es sich eben vorstellt oder wünscht. Und da möchte ich euch gerne heute ein bisschen mit ans Boot holen oder ins Boot nehmen und euch einmal zeigen, wie man mit einfachen Einstellungen das Ganze verbessern kann. Es ist auch so, es gibt zwei Einstellungen oder drei Einstellungen, die ihr in-game ändern könnt. Das können dann auch Konsolenspieler, und dann habe ich noch eine andere Einstellung, das über die Filter-Einstellung von Nvidia geht, worüber ihr, wo die Konsolenspieler dann eben nicht mithalten können. Das ist eben das Problem. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euer Spiel von so auf so anpassen könnt. Beziehungsweise von so zu so aussehen lassen könnt. Bei mir in der Aufnahme flackert das jetzt total. Wundert euch nicht, im Spiel selbst flackert es nachher nicht. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. Auf jeden Fall ist es so, dass nicht jeder die Möglichkeiten hat, einen Monitor wie ich zum Beispiel zu haben oder irgendwie mit Zusatzfunktionen. Bei mir ist es nämlich so, ich habe so einen Turniermonitor von BenQ, so einen 240 Hertz Zowie-Monitor, der zum Beispiel auch bei den Counter-Strike-Turnieren und ähnlichem verwendet wird. Und der hat 240 Hertz Full HD, und mit dem hat man eben die Möglichkeit, Sachen einzustellen, die normale Monitore nicht können. Beispielsweise kann ich die Sättigung bzw. die Color Vibrance nennt sich das einstellen. Ich kann Black Equalizer nennt sich das. Das heißt, die dunklen Stellen werden aufgehellt, ohne die Helligkeit oder das Bild zu überbelichten und so einen ganzen Gedöns. Und da hat ja eben nicht jeder die Möglichkeit für. Deswegen möchte ich euch heute als Konsolenspieler oder auch als normaler PC-Spieler, der vielleicht auch nur einen normalen 60-Hertz-Monitor oder 140-Hertz-Monitor hat, ja, euch die Möglichkeit bieten, eben in Warzone mehr Gegner oder die Gegner besser zu sehen und auf jeden Fall die Gegner besser vorzuheben. Es ist so, dass das Spiel von sich aus halt immer sehr trist ist, dass das Spiel von sich aus, ja, ihr seht es selbst, nicht sehr, sehr farbenreich ist. Also klar, man hat verschiedene Farben, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das hier eine Wucht und ein Paradies von Farben ist, nennen wir es mal so. Und dafür gibt es ein paar Einstellungen, die man eben vornehmen kann. Beispielsweise Konsolen- und PC-Spieler können eben Folgendes tun. Wir gehen einfach mal auf Einstellungen, Optionen, und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Erstens, wir werden die Helligkeit erstmal standardmäßig von 50 auf 60 oder auch 65 anheben. Wie gesagt, bei mir ist es so, ich mache es nicht zu hoch, weil mein Monitor ja das Bild ja selbst auch noch ein bisschen aufhellen kann. Deswegen mache ich das nicht in-game, weil so das ganze Bild nochmal viel heller wird. Ich mache nochmal auf 50. Ihr seht jetzt hier rechts in der Ecke, unter meiner Kamera, ganz rechts, diesen, ja, ich nenne es mal Putzcontainer, den da, wie dunkel der ist. Stell jetzt mal die Helligkeit einfach auf 60 und schon sieht man den viel besser. Das wäre zum Beispiel der erste Tipp, den auch Konsolenspieler machen könnten. Die zweite Option wäre, um die Farben einfach ein bisschen besser aufzuhübschen und mehr hervorzuheben, geht ihr in Einstellungen auf Allgemein und dann auf Farbblindentyp. Da geht ihr auf Deuteratur. Sprachenlernen Bubble. Deuteranopia, danke. Und dann bei Colorblind Target Both. Und das in Kombination mit der Helligkeit macht schon viel aus. Ihr seht es, die Farben sind um einiges kräftiger, beziehungsweise auch abwechslungsreicher, so würde ich es jetzt mal nennen. So, das wären so die ersten beiden Tipps. Und das wären auch schon die Tipps, die auch für die Konsolenspieler gelten. Das heißt, als Konsolenspieler seid ihr jetzt hier schon ein bisschen benachteiligt. Aber ich kann euch einen Tipp geben. Habt ihr nicht schon mal überlegt, auf PC umzuschwenken? Vielleicht könnt ihr auch am PC mit Controller spielen. Nein, also jedem das Seine, jeder soll das machen. Es lohnt sich auch nicht für jeden, sich einen Rechner zu kaufen, deswegen alles in Ordnung. Scheiße. So, der nächste Tipp oder die nächsten Tipps, die jetzt kommen, die ich euch geben möchte, ist, das ist vorrangig für Nvidia-Grafikkartennutzer. Es ist so, dass Nvidia ein Feature vor einiger Zeit hinzugefügt hat. Das heißt, glaube ich, Nvidia Ansel, also Spielefilter. Jetzt kommen wir nämlich leider zu dem Punkt, wo es anfängt zu ruckeln, beziehungsweise zu flackern. Ich kann mich dafür auch gerade nur noch mal entschuldigen. Ihr geht also auf den Filter selbst mit Alt-Z. Öffnet ihr das Overlay
und habe dann die Möglichkeit, dort auf Spielefilter zu drücken. So, und hier haben wir die Möglichkeit, verschiedene Stile einzusetzen. So sieht das zum Beispiel jetzt aus, wenn ich meinen Filter aktiviere. Wie gesagt, der wird übers Spiel gelegt. Das nimmt leider OBS nicht so sauber auf, wie ich mir das gerade wünschen würde. Aber ihr seht es hier einmal als Beispiel. Ich kann ja auch mal ganz kurz auf meine Bildschirmaufnahme wechseln. So, zu so. Ihr seht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Farben sind hervorgehoben, die Gegner stechen mehr hervor. Also die werden mehr hervorstechen. Die dunklen Stellen sind angepasster, nicht mehr so gräulich und Kontraste sind deutlich besser erkennbar. Und das geht ganz einfach. Und zwar gehen wir auf Stile hinzufügen, wählen dann Filter hinzufügen aus und nehmen als erstes Farben. Bei Farben haben wir die Möglichkeit, einige Sachen anzuändern. Tint bzw. Tönungsfarbe lassen wir auf 20. Die Intensität drehen wir auf 18 ungefähr. Und die Vibrance, das ist das, dieses Color Vibrance, diese Farbanpassung, die, ihr seht es schon, die Farben stechen mehr hervor, ohne die Sättigung völlig zu überdrehen. Und das ist das, was mein Monitor schon von Haus aus kann. Und das dreht ihr ungefähr, ich sag mal, auf 55-60. Man muss dazu sagen, jeder Monitor ist natürlich anders. Andere Kontraste, andere Helligkeiten. Das heißt, ihr müsst auch so ein bisschen spielen, dass das für euch nachher am Ende des Tages passt. Aber das sind so die Einstellungen, die ich bei Farbe habe oder nehmen würde. Dann habt ihr einmal Belichtung und Kontrast. Dort wählt ihr einmal aus. Belichtung lasst ihr so, Kontrast ungefähr auf 30. Highlights, das sind einmal die hellen Stellen. Die macht ihr auf minus 60 ungefähr. Und bei Schatten gehen wir auf minus 30. Ihr seht es auch hier, die dunklen Stellen werden deutlich heller, dunkler. Wenn wir das rausnehmen, wirkt das Bild ein bisschen matter, beziehungsweise die Kontraste sind nicht so hoch. Deswegen nehmen wir den Schatten auf minus 30, so. Und als letztes kommt es, um eben die View-Model, also die Gegenspieler, besser erkennen zu können, wählen wir Schärfen aus. Und da wählen wir Schärfen, machen wir ungefähr auf 70% und wir ignorieren die Filmkörnung. Das machen wir auf 100%, weil wir wollen ja kein Kriseln oder irgendwas im Bild haben. So, und schon sieht das Bild so aus, wie ich es euch eben gezeigt habe. So, ihr seht es schon, hier unten, da ist es eigentlich dunkel, immer sehr dunkel. Man kann sehr gut reingucken, man würde sehen, ob da ein Gegner ist, wenn da ein Gegner langläuft. Ich möchte euch jetzt nochmal ganz kurz ein Beispiel zeigen. Ihr müsst die Einstellung natürlich so ein bisschen anpassen, wie es auf euren für euch passt. Ne? Das muss für euch angenehm sein. Das ist ja, jeder Mensch sieht unterschiedlich. Und hinzu kommt, dass jeder Monitor ja auch unterschiedlich ist. Und da ist es eben so, wenn ihr jetzt zum Beispiel in die Sonne gucken und einfach Belichtung und Kontrast nochmal anmachen, dann haben wir ja das Thema Highlights. Und ihr seht es schon in der Sonne. Man kann die Wolken und die Umrisse der Wolken deutlich besser sehen. Ich würde es nicht ganz runter machen, weil es dann wieder sehr matt wirkt. Deswegen empfehle ich euch, so ungefähr auf minus 60 zu gehen, aber spielt gerne mit den Einstellungen ein bisschen rum. Und dasselbe gilt für die Schatten. Ich möchte hier nochmal ganz kurz umdrehen. So, Alt-Z ist der Filter. Wir gehen auf Belichtung und Kontrast und machen die Schatten mal hoch. Ihr seht, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber auch hier ist eben das Problem, wenn ihr das zu weit runterdreht, dann wirkt das Bild am Ende des Tages wieder matt. Und das wollt ihr ja nicht, weil ihr wollt die Gegner ja auch ein bisschen hervorheben. Deswegen macht die Einstellung minimal. Ja, aber das sind ungefähr die Einstellungen, die ich euch empfehlen kann, um das Bild um einiges klarer und besser aussehen zu lassen. Das ist in dem Fall super stark, weil Warzone echt ein Spiel ist, wie ähnlich wie Counter-Strike auch, was sehr farbenarm ist, nenne ich es mal. Und leider nicht viele... Und weil er von Haus aus leider nicht viele Möglichkeiten bietet, eben die Farben aufzupushen. Deswegen müssen wir das nehmen, was uns Warzone eben zur Verfügung gibt. Ich würde mich freuen, wenn da mal so ein Farben-Update-Patch kommen würde. Das war mein Video, um euch zu zeigen, wie ihr euch einen gewissen Vorteil in Warzone verschaffen könnt. Mal ein bisschen was anderes als immer nur diese Tipps und Tricks. Aber ich finde das eben genauso wichtig wie diese Tipps und Tricks-Videos auch. Bei mir ist es eben so, mein Monitor bringt halt von Haus aus einige Features und Funktionen mit. Deswegen bin ich nicht so sehr auf die Ingame-Einstellungen angewiesen. Aber nicht jeder hat eben die Möglichkeit dazu. Deswegen, Leute, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, geht auf das Overlay, drückt Alt-Z, stellt euch die Filter ein. Ich schreibe euch das auch nochmal in die Beschreibung, dass ihr euch das nachher in Ruhe einfach abschreiben könnt. Und ja, wenn ihr irgendwas habt, schreibt gerne in die Kommentare, liked das Video. Wenn ihr mehr wollt, gerne ein Abo da lassen. Ich würde mich freuen. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.